So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über TWS, diesmal auf Deutsch tatsächlich. Ich dachte mir, ich habe die letzte Zeit so viele englische Videos rausgebracht, beziehungsweise habe sogar noch ein paar in der Warteschleife stehen. Ich lade heute mal wieder ein deutsches hoch. Ich werde heute eine S-Bahn Fahrzeug ÖBB 4024 Talent in Wien mit einem Zug der Reihe 4024 der ÖBB. Aber ich würde sagen, alles Weitere, wenn wir im Zug sitzen und losfahren, oder? Okay, Button. Starten wir mal. Batterie aktiviert. Ist vor. Auf. Lichter aktiviert. Bremse gelöst. Stromabnehmer gehoben. Hauptschalter aktiviert. Klimaanlage aktiviert. Es hat 0 Grad Celsius, es ist bewölkt. Die Höchsttemperatur beträgt 4 Grad Celsius, die Tiefsttemperatur beträgt 0 Grad Celsius, die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 17 km pro Stunde in Fahrtrichtung. 11 Uhr 58, 25, 12 Uhr 0, 0, vor. Genau, wir fahren um 12 Uhr. Von Wien-Hütteldorf über unter anderem Penzing, Otterkring, Hernals, Oberdöbling und Heiligenstadt bis nach Wien-Handelsgate. Das ist vom Westen Wiens bis in den Norden, also über den Norden bis, ja, man kann schon sagen, in den Nordosten. Genau. Gibt auch ein paar Tunnel auf der Strecke, einen Haufen Haltestellen. Ich fahre jetzt bewusst nicht während der Rush Hour, weil ich könnte mir vorstellen, dass es so schon eng genug wird. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, machen wir mal so. Also, ja, genau. Wie lange die Fahrt dauert, beziehungsweise wie weit wir fahren, das weiß ich noch nicht genau. Muss ich einfach schauen, wie es dann auch so ist vom Fahren her und wie viel ich zum Reden finde. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. 11 Uhr 59, 20, ja. 0, 212, 212. Okay, 212 Menschen, die haben wir schon erinnern. Passt. Stehen aktuell in Hütteldorf eben. Da fährt auch die Westbahn. Das ist die Bahnstrecke vom Westbahnhof in Wien über St. Pölten, Amstetten, St. Valentin und Linz nach Salzburg. Wobei hinter Wels, das ist kurz hinter Linz, eine Strecke nach Passau hat. Genau. Ich würde sagen, die Leute schreien da ein bisschen rum, wir schließen mal die Türen. Türen geschlossen. 12.03 Uhr. Und wir können auch abfahren. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 km pro Stunde. 6, 11, 19, 27, 35, 42. Ach, spannend, das Zugsicherung Bremse ist deaktiviert. 26, 18, 10. Ich bin vorher schon eine Runde gefahren, da dürfte ich das deaktiviert haben. PZB aktiviert. Startprogramm ja, genau. Aktiviert. So, passt. Nächstes Hauptsignal. Zweimal grün in 3151 Meter. Okay, passt. Wir können Gas geben. 8. 16. 24. Ich habe mich befreit aus der Beeinflussung, damit ich 20. über 45 km/h beschleunigen kann. 47. Wir dürfen auf 100 beschleunigen. 89. 87. Das war gerade die Sieger, das Piepsen. 98. 100. Und das war die Info, dass wir noch ungefähr 2500 Meter bis zur Station haben. Eben, das wird jetzt mit Sounds gemacht, wenn man das möchte. Also es gibt eine Einstellungsmöglichkeit. Pro Stunde in 1500 Metern voraus. Man kann einstellen, dass einem entweder die Distanzen zur Station angesagt werden oder dass man Sounds hört, deren Tonhöhe steigt, je näher man an die Station kommt. Ich habe jetzt Letzteres genommen, weil ich fahre mit dem Preil-Statusmonitor, das heißt, ich kann auch nachschauen. Und wenn er mir die Stationsdistanz nicht jedes Mal ansagen muss, dann... Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km ja. pro Stunde in 1000 Metern voraus. Bleibt zum Beispiel mehr Zeit, damit er mir Geschwindigkeitsbegrenzung und ähnliches ansagt. Und das ist generell nicht ganz so voll. Geschwindigkeitsbegrenzung deswegen von 80 km pro Stunde in 800 Metern voraus. 96. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 600 Metern voraus.
Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 400 Metern voraus. 87. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, grün. 63. Ah, ist grün jetzt? Okay, gut. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 km pro Stunde. Das Signal war vorher noch zweimal grün, das bedeutet eine Geschwindigkeitseinschränkung auf 60. Aber der Zug vor uns dürfte weggefahren sein, deswegen ist es grün geworden. Genau, wir fahren durch Kurven und über Weichen und so. Hier ist immer einiges los, was Kurven und so betrifft. Ich lasse uns jetzt eigentlich einfach rollen mit knappen 70 km/h und müssen nämlich eh gleich bremsen. Das ist unser Horn, der Sound gefällt mir auf dem Gestand nicht ganz so gut. Wien-Penzing. 37. 29. 21. 13. 8. 8. Nächstes Hauptsignal, grün. 3. 0. Türen geöffnet. Restriktiver Modus aktiviert. Genau, neben uns war gerade die Ansage, dass eine andere S-Bahn abfährt. Man hört sie eh. Fenster geöffnet. Fenster geschlossen. Und wir dürfen auch fahren. Türen geschlossen. Das waren gerade die neuen Signaltöne. Nächstes Hauptsignal, grün in 9 Meter. Nächstes Hauptsignal, grün in 855 Meter. 24. 32. 800 Meter haben wir nur zur nächsten Station. Also mittlerweile sogar weniger. 12 Uhr 4, 32. 12 Uhr 5, 0. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 1500 Metern voraus. 60. Es ist aber nicht so, als hätten wir allzu viel Zeit, um dahin zu kommen. Wir müssen nämlich eigentlich gleich schon wieder weg sein. Deswegen gebe ich jetzt doch mehr Gas. Auch wenn es nur bedingt überhaupt was bringt. Energiesparen, fahren ist was anderes. Ich glaube, jetzt kommt Breitensee. 310 Metern voraus, wie Breitensee. Ja, genau. 66. Wie in Breitensee. Die Ansagen sind etwas leiser, sind in Realität aber auch bei den Zügen. Üblicherweise. Manchmal schreien sie einen noch an, aber die meisten sind sehr leise. Deswegen, ich werde einfach immer die Halte dazu sagen, wo wir sind. Restriktiver Modus aktiviert. 3. 6. Nächstes Hauptsignal, grün. 0. Türen geöffnet. Da stehen wir. 12 Uhr 5, 35. Wie im Breitensee. Und wir sind zu spät. Dürfen zum Glück direkt weiterfahren. 97. Mit 97 Passagieren an Bord. Geschwindigkeitsänderung auf 60 km pro Stunde in 839 Metern voraus. 24. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 800 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal, grün in 1572 Meter. 48. Okay. Beschleunige jetzt überhaupt nur noch auf 60, weil alles andere bringt nichts mehr. Ich fahre ohne Tempomat heute übrigens, falls es euch Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde in 600 Metern voraus. Macht mir irgendwie Spaß. Also. Vollautomatisch fahren hat auch seinen Reiz. Das mache ich bei der Londoner U-Bahn manchmal. Die können das ja. Der Zug hier kann das aber gar nicht. In echt auch nicht. Begrenzung von 60 km pro Stunde in 400 Metern. Deswegen. Ja. Ich fahre voll. Also ich fahre komplett manuell. Wir durchfahren gerade den Breitenseer-Tunnel. Hat sie gesagt? Begrenzung von 60 km pro Stunde in 200 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal: grün. 56. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 km pro Stunde. 59. Genau. So. 12 Uhr 6, 56. 12 Uhr 6, 0. Okay. 61. Der Fahrplan ist wirklich sehr eng. 60. Ich werde jetzt versuchen, uns auf den 60 zu halten, weil ansonsten sind wir da nie pünktlich. Ich weiß schon, warum ich nicht die Rush Hour zum Fahren genommen habe.
War, glaube ich, eine ganz sinnvolle Überlegung. Genau, Wien-Otterkring. Hier gibt es Umsteigemöglichkeit zur U3. 36. 28. Bremse angelegt. 20. 12. Bremse gelöst. Nächstes Hauptsignal. Grün. Bremse angelegt. Türen geöffnet. Bremse gelöst. Genau, der Gegenzug fährt hier ab. Typ, der auch ein Talent hat. 12:06:00 89:00 89 Türen geschlossen. Die Bremse ist bereits gelöst. Und weiter geht's. Nächstes Hauptsignal, grün im 4 Meter. 16. Nächstes Hauptsignal, grün im 1339 Meter. 12:08:00 12:08:23 Okay, ja, wir sind zu spät. Ich werde nicht dafür nochmal pünktlich werden heute, aber egal. Geschwindigkeitsänderung auf 40 km pro Stunde in 8078 Metern voraus. 1148 Metern voraus, Wien-Hernals. Genau, Wien-Hernals ist die nächste Station. So, ich könnte jetzt ja sagen, ich fahre ein paar km/h schneller als 60, aber das ist verboten. Nächstes Hauptsignal, grün. Kann es mir natürlich was bringen, würde mich Verspätung reinzuholen, aber ich glaube, da bremse ich lieber schärfer. So wie gerade eben zum Beispiel. Bei der Einfahrt in Otterkring. Genau. Bei unserem nächsten Halt, Hernals, besteht, wie in Otterkring auch, Umsteigemöglichkeit zum Straßenbahnnetz. Die werden aber nie angesagt, es werden nur U-Bahnen angesagt in der S-Bahn. Soweit ich weiß, ist das in dem Fall aber nur die Linie 43. Wenn ich mich recht erinnere. Ich wüsste zumindest nicht, welcher sonst. Ach, vielleicht der Zweier auch. Aber ich glaube nicht. Genau. In Wien gibt es ja ein Liniensystem mit Buchstaben und Zahlen. Je nachdem. Also... So, sollte ich mich mal verbremsen, dann ist es, weil ich zu waghalsig fahre. 36. Ich erzähle euch nachher gleich weiter. 28. Bremse angelegt. Nächstes Hauptsignal, grün. Türen geöffnet, Bremse gelöst. Fünf. Türen geschlossen. Und weiter geht's. Restriktiver Modus aktiviert. Nächstes Hauptsignal, grün in 1543 Meter. 12:11:00 12:10:20 Wow, wir bauen sogar Verspätung ab. 48. Ja, jedenfalls in Wien, die Linien des öffentlichen Nahverkehrs haben ein eigentlich eh logisches Liniensystem, das auch in anderen Städten verwendet wird, aber nicht in allen. Zum Beispiel die Busse haben ein A am Ende, also 1A, 2A, 3A, 4A, 5A oder ein B, im Fall des 5B und einige andere Linien. Ja, inwiefern A und B zusammenhängen, das ist immer so eine Sache, weil es gibt Routen da, es gibt irgendeine Ringroute, ich glaube 11A und 11B, da fährt der 11A in eine Richtung und der 11B in die andere oder so. Und dann gibt es manchmal welche, da fährt der 46A und 46B sind so, 46A fährt alle 10 Minuten und 46B auch und die verstärken halt gegenseitig den Takt. Irgendwie so funktioniert das dann. 57. Genau, also es gibt da schon ein System bei A und B, aber dem folgen nicht alle Linien. Der 5B zum Beispiel hat den 5A nicht wirklich als Parallele, außer für ein paar Meter. Jo. Die Straßenbahnen tragen nur Zahlen, das heißt Linien 1, 2, 5, 6, 9. Ich probiere jetzt mal, ob ich alle zusammenkriege. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 18, 25, 26, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 52, 60, 62, 67 und 71. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verdacht. Und es gibt zwei Linien, die tragen Buchstaben, nämlich den D und den O. Überbleibsel aus der früheren Stadt- und Straßenbahnzeit. Bremse gelöst.
Nächstes Hauptsignal, grün. Bremse angelegt. Türen geöffnet. Bremse gelöst. 8. Türen geschlossen. Restriktiver Modus aktiviert. 12.12 Uhr, 26. Wow, wir sind nur noch anderthalb Minuten zu spät. Keine zwei mehr. I'm proud. 12 Uhr, 14, 0. So. Jetzt geht es trotzdem. Genau. Früher haben Straßenbahnen nämlich allgemein Buchstaben getragen, teilweise. Da war das Liniensystem generell anders. Ja, bei den Straßenbahnen gibt es ein System, weil die Linien 1 bis 4 sind für sogenannte Ringlinien, genau, die Ringlinien fahren das, reserviert. Das bedeutet Linien, die einen Teil ihrer Strecke am Ring fahren, eine große Linien 1 und 2, plus die Linie D. Dann die Linien 5 bis 10, glaube ich. 59. Ja, genau, sollte. 60. Sind für die Gürtellinien reserviert. Das sind die Linien, die... Kleiner Türken Schanzdun. Genau, doch den fahren wir doch. Die über den Gürtel fahren. Der Gürtel ist eine große Straße, die die inneren Bezirke Wiens umschließt. Das bedeutet, die Bezirke unter 10, wenn du durchzählst. Parallel zum Ring, nur ein paar Kilometer weiter aus. Und... Große Türken Schanzdun. Ja, die Linien darüber... 59. Ja, 11 und 18 sind auch noch... 18 ist zumindest eine gute Linie, der 11er glaube ich auch. Ja, also das System wurde ein bisschen aufgeweicht mittlerweile. 25 und 26 sind Linien drüber der Donau, in Transdanubien, wie man das in Wien nennt. Genauso die Linie 33. 28. Und ab 37. 12. Nächstes Hauptsignal, grün. Bremse angelegt. Türen geöffnet. Bremse gelöst. Ab 37 spricht man von sogenannten Radiallinien. Das sind Linien, die in der Innenstadt beginnen. Oder am Gürtel. Und von der Stadt nach draußen sind. Die Linien in der Innenstadt sind, mit ein paar Ausnahmen, die Linien bis 49, also die beginnen alle in der Innenstadt, 52 und 60 beginnen am Gürtel, und ja, 71 beginnt dann witzigerweise auch wieder in der Innenstadt, also das ist dann wieder so eine Sache. Genau, wie gesagt, das System ist ein bisschen aufgeweicht. Aber zurück zum Thema, die S-Bahnen tragen ein S vorne, die kriege ich auch sicher alle zusammen. S1, S2, S3, S4 und S7 befahren die Stammstrecke. Die geht von Wien-Meidling nach Wien-Floridsdorf, wobei die S7 am Brennweg schon abzweigt in Richtung Flughafen. Oberdöbling, kommen wir jetzt an. Und genau, also die einstelligen Linien fahren die S-Bahn-Stammstrecke. 26. Müssen wir kurz raus drin? 18. Nächstes Hauptsignal, grün. Restriktiver Modus aktiviert. Türen geöffnet. Bremse gelöst. 12.15 Uhr, 27. 12.15 Uhr, 0. Türen geschlossen. Und 40 Sekunden zu spät, war richtig gut. Uhr 17, 39. 12 Uhr 15, 43. Ja, das geht sich aber nie aus, was der hier von uns war. 48. Jo, gut. Jedenfalls, 56. Bei den S-Bahnen, die Linien mit einstelliger Nummer fahren heutzutage über die Stammstrecke. Dann gibt es die S40. 10 unter Löbinger Tunnel. 10 Hofstunde unter Löbinger Tunnel. 59. Ja, der hat einen Doppelname. 60. Dann gibt es die S40 eben, die fährt vom Franz-Josefs-Bahnhof nördlich aus Wien hinaus, teilt sich einen Streckenabschnitt mit der S4, beziehungsweise die zwei treffen sich, und sie fährt dann weiter in Richtung Tulln und St. Pölten, das westlich von Wien. Die S45 ist die, die wir fahren. Die Vororte-Linie war früher Teil der Wiener Stadtbahn, die es heute nicht mehr gibt. 59. Die fährt eben in Wien, ganz eigene Linie, hat mit der Vororte-Linie nichts zu tun, trifft aber die S40 in Heiligenstadt. Komme, glaube ich, 1273 Metern voraus, Wien Heiligenstadt. Ja, genau, da kommen wir eh gleich hin. Und sie trifft die S50 an ihrem anderen Ende, deswegen wahrscheinlich diese Mischung. Ja, logisch. Die S50 fährt nämlich vom Westbahnhof aus, in Westen. Auf der Westbahnstrecke, also auf der heutzutage alten Westbahnstrecke, so wird die genannt. Dann gibt es die S60. Die fährt
parallel zur Südbahn auf der Pottendorfer Linie. Sie ist 8 bis 15 Kilometer von der Südbahn entfernt und führt auch von Wiener Neustadt nach Wien. Fährt sie eben rein, dann über Wien-Meidling und Wien-Hauptbahnhof und dann über die Ostbahn in Richtung Osten, also Richtung Ungarn, und endet dann in Burg an der Leithe. Das ist eine halbe Strecke nach Ungarn oder so. Genau. Und dann gibt es noch die S80. Die ist ein ganz anderes Ding. Die fährt nämlich von Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km pro Stunde in 1500 Metern voraus. Ich glaube, Unterpürkesdorf ist die weiteste Ausdehnung im Westen. Das ist an der Westbahn. Fährt sie über Hütteldorf und Penzing, also die zwei Halte, die wir auch angefahren haben und die S50 auch. Dann nach Meidling, von Meidling zum Hauptbahnhof und dann Richtung Osten durch den östlichen Teil von Wien, also durch Transdanubien, wenn man so will. Transdanubien sind rein von den Bezirken her Bezirke 21 und 22. Bremse gelöst. Genau, unser Gegenzug fährt da wieder. Türen geschlossen. 12 Uhr 18, 22. Wir dürfen wieder fahren. Nett. Jo, genau. Das wären die Wiener S-Bahn-Linien gewesen. Die Nummern orientieren sich an den größten Ausdehnungsästen und stammen, also gehen dort auf die Nummern im österreichischen Kursbuch zurück. Das ist ein Verzeichnis, in dem alle Strecken verzeichnet sind. Nächstes Hauptsignal, Grün in 1219 Meter. Ja, aber darauf jetzt einzugehen, ist dann doch ein bisschen viel. Geschwindigkeitsbegrenzung genau. Von 40 km pro Stunde in 800 Metern voraus. Und dann gibt es noch die U-Bahnen, die haben kein spezielles Nummernsystem. Also ihre Nummern beginnen im U und gehen dann durch 1, 2, 3, 4 und 6. Die U5 ist aktuell im Bau. Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km pro Stunde in 600 Metern voraus. Warum die so heißen, wie sie heißen oder so nummeriert sind, wie sie nummeriert sind? Offen gestanden, keine Ahnung. Weil rein von dem, was sie eröffnet haben, müssen die U4, die U1 sein. Ist sie aber nicht, sie ist die U4. Also, ja, keine Ahnung. Wir überqueren den Donaukanal und kommen jetzt in den 20. Bezirk. Einer der sogenannten Inselbezirke, gemeinsam im zweiten. Die liegen nämlich zwischen Donaukanal und Donau. Der Donaukanal wurde ausgehoben, um ein Hochwasserschutzgebiet zu schaffen von der Donau. Wenn sie mal viel Wasser führt, dann fließt ein Teil von dem Wasser den Donaukanal runter. Genau. Jo, das wäre es eigentlich mit der Wiener Linie. Es gibt dann noch so ein paar Sonderfälle. Regionalbusse, die tragen nur Liniennummern, also nur Nummern ohne Buchstaben im Bereich über 100. Also 100 und höher. Die Vienna Ringtram einer Touristenlinie heißt einfach VRT. Und die Wiener Lokalbahnen von Wien nach Baden nennen sich einfach WLB. Logischerweise. Nächstes Hauptsignal, grün. Bremse angelegt. Türen geöffnet. Bremse gelöst. Zurück. Hauptschalter deaktiviert. Stromabnehmer gesenkt. Batterie deaktiviert. 12 Uhr 20, 42. 12 Uhr 20, 0. Wir sind sogar pünktlich. Restriktiver Modus aktiviert. Cool. Pause. Naja, ihr Lieben. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in die S-Bahnen geben, die wir unter anderem jetzt so haben. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen zu den Wiener Linien habt oder zum Liniensystem, auf das ich ja jetzt ein bisschen sehr viel eingegangen bin, dann haut sie in die Kommentare. Schreibt auch hin, was ihr gerne sehen würdet in den Kommentaren, bitte. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Seid so gut und lasst ein Abo da, teilt es. Und genau, ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst wiedersehen.